Die Stiftung Niedersachsen fördert seit 2016 soziokulturelle Einrichtungen mit dem Förderprogramm Sozioqua Change dabei, sich zukunftsfähig aufzustellen. Das Spektrum der Institutionen reicht auf der einen Seite von großen urbanen soziokulturellen Zentren bis hin zu kleinen ländlichen Initiativen, die überwiegend ehrenamtlich getragen sind. Zusätzlich haben wir noch theaterpädagogische Zentren und Programmkinos bis hin zu kleinen Kollektiven dabei, die sich neu aufstellen wollen. Das Programm wurde entwickelt, weil in vielen Kultureinrichtungen, besonders in der Soziokultur, ein Generationenwechsel entweder unmittelbar bevorsteht oder bereits vollzogen worden ist. Die Herausforderungen der Digitalisierung und des demografischen Wandels, aber auch die Veränderungen im Ehrenamt, stellt die Institution vor ganz neue Herausforderungen, die neue Antworten auf diese Fragen brauchen. Für uns ist wichtig, dass die Institutionen jeweils ihre eigenen individuellen Lösungen entwickeln, also sozusagen maßgeschneidert ihre eigenen Herausforderungen benennen und dafür Lösungsstrategien entwickeln. Der Verein oder eben auch die Institution Lumière als Kino, als soziokultureller Raum, sich natürlich auch für die Zukunft aufstellen muss. Also das heißt einfach, auch wir sind vom Generationenwandel, vom demografischen Wandel betroffen. Wir möchten gerne ein jüngeres Publikum noch ansprechen, möchten neue Formate entwickeln. Also das heißt irgendwie, es gibt auch inhaltlich natürlich noch eine ganze Menge Arbeit, abgesehen von dem Prozess irgendwie überhaupt in die Geschäftsführung reinzukommen und die zweite Spielstelle aufzubauen. Wir sind sehr spielerisch an den Prozess rangegangen. Wir haben gesagt, wir müssen die Sumpfblume retten aus ihrer Midlife-Crisis. Weder Sumpf noch Blume, haben wir immer gesagt. Was ist die Sumpfblume denn heute? Wir haben uns vorgenommen, mehr Publikum zu gewinnen und auch eben das Publikum wieder aktiver mit einzubeziehen, uns zu öffnen, diesen Prozess auch transparent zu machen. Und ja, ein weiteres Ziel war auch, mehr Kontakt zu unseren Hausgruppen zu haben, weil wir festgestellt haben, es gibt ja viele Menschen, die sich engagieren, die auch schon vor Ort sind, aber dass da eben auch noch gar kein Kontakt so richtig hergestellt war. Also wir arbeiten mit zwei bezahlten Halbtagskräften im Büro. Die werden über Mitgliedsbeiträge finanziert. Und wir arbeiten mit ungefähr 15 bis 20 Leuten in programmgestaltenden AGs. Das heißt, das Kinoprogramm wird von denen gestaltet, die Live-Musik-Konzerte werden organisiert, Tanznächte, also Partys. Und Theater wird ehrenamtlich organisiert. Und es gibt eine ehrenamtlich arbeitende Technikgruppe bei uns. Und die Entscheidung fiel doch relativ schnell, dass wir gesagt haben, wir wollen weiter basisdemokratisch arbeiten, also weiterhin ohne Chef. Wir wollen gerne, dass das Plenum wiederbelebt wird. Wir wollen gerne, dass es wieder verbindliche Jahresplanungstreffen gibt. Und begleitend arbeitet die Strukturgruppe an Visionen. Also wer sind wir eigentlich in diesem Kulturverein? Wen wollen wir erreichen? Wen erreichen wir aktuell? Soll das so bleiben? Wollen wir das ändern? Wie sieht unser Programm aus? Wie sieht unsere Öffentlichkeitsarbeit aus? Was geht auch nach außen? Also wo können wir uns vernetzen? Wo kriegen wir Unterstützung? Das waren so die Fragestellungen, mit denen wir gestartet sind.
Wir sind gestartet mit einer sehr kreativen Strategietagung im Harz, war das, mit Kai Thompson, mit unserem Berater aus Celle. Und das war großartig, weil da sind wir erstmal ins Arbeiten gekommen. Also da sind wir mit dem Kernteam hingefahren, da waren wir 12 Leute. Und da haben wir wirklich sehr produktiv gearbeitet. Wir haben eine Umweltanalyse gemacht, eine Stärken- und Schwächenanalyse. Wir haben unsere Chancen, Risiken analysiert. Wir haben unsere Stakeholder herausgefunden. Also wir haben einfach sehr viel gearbeitet. Am Ende dieses Wochenendes hatten wir ganz viele Flipcharts und alles war voller bunter Wände. Als Berater hat man die Möglichkeit, einmal so, wir nennen das Quick Wins zu geben, also Dinge, wo man ganz, ganz schnell was machen kann. Die helfen für einen Moment. Das ist wie das Pflaster, was man auf die Wunde macht. Das heilt aber nicht die Wunde. Und das Pflaster, was die Wunde bedeckt, sind dann, dass man mal ein Kommunikationsleitbild aufstellt. Dass man mal darüber spricht, wie organisieren wir eigentlich hier unsere Meetings? Wie ist unsere Struktur hier überhaupt? Wie reden wir miteinander? Welche Ziele haben wir? Welche Strategien verfolgen wir? Das kann man ziemlich schnell machen. Da hat man 2 Tage einen Strategieprozess und dann ist das gesamte Team motiviert und das hält tatsächlich 1 bis 2 Jahre auch gut an. Viel langfristiger, und das ist wirklich ein Marathon, das ist kein Sprint, das ist ein Marathon, ist die Haltungsveränderung. Und das fängt bei jedem Einzelnen an. Immer wenn Sie Organisationen entwickeln wollen, müssen Sie die Menschen entwickeln, die da drin arbeiten. Und Menschen entwickelt man nicht innerhalb von einem Programm oder innerhalb von 2 Tagen, sondern das ist ein kontinuierlicher Prozess. Wir waren in einem Seminar, dem Audience Development Seminar von Frau Mandl. Und das war großartig, weil da war ich, glaube ich, erst 1,5 Jahre überhaupt in der Sumpfblume und wir haben kurz berichtet, dass wir eben den Change-Prozess angehen und was so unsere Herausforderungen sind. Und die Studierenden haben dann Change-Management-Konzepte geschrieben für die Sumpfblume. Und daraus entstanden ist tatsächlich dann die nächste Kooperation, dass 2 Studierende aus Hildesheim eine Nicht-Besucher-Befragung geschrieben haben und diese auch durchgeführt haben. Da gab es einen ganz tollen Rücklauf. Wir hatten 650 Bögen, die zurückgekommen sind. Und dann gab es wiederum noch ein Seminar mit Herrn Renz in Hildesheim und der hat mit seinen Studierenden die Bögen auch alle ausgewertet. Also für uns eine total tolle Kooperation mit der Uni Hildesheim, die uns auch viele neue Ergebnisse geliefert hat. Wir haben gemeinsam mit der Beraterin eben auch einen Zeitplan erstellt, der jetzt aber erstmal geht bis zur Eröffnung der 2. Spielstätte, also etwas kleinere Häppchen, wobei da schon genügend Stationen sind. Dazu gehört eben unter anderem eben auch eine neue Außendarstellung, also da ein neuer Auftritt. Wir haben angefangen, ein Selbstbild zu machen und überhaupt erstmal zu klären, wie wir uns nach außen darstellen wollen. Wir haben uns damit mit dem Vorstand getroffen, haben das mit dem Verein auch gesprochen, haben die Filmkunstfreunde damit reingeholt. Wo kann ich noch sehen, dass wir Häkchen gemacht haben? Also es ist irgendwie, wir haben ein neues Kassensystem, auch das war wichtig, um sich irgendwie zukünftig aufzustellen, jetzt in der Erprobung. Wir werden demnächst auch einen Online-Kartenverkauf haben. Also es sind schon ganz, ganz viele einzelne auf der Liste auch erscheinende Ziele erreicht worden. Ja, wenn ich nur ergänzen darf, ich fand auch wichtig, dass wir die Beratung durch Ingrid Wagemann hatten im Bereich Teambuilding. Wie findet sich Telke in ihre neue Rolle rein? Das war auch ein wichtiges Thema. Und wie arbeitet sie mit Wilfried Arnold, dem alten Geschäftsführer, zusammen? Wie müssen sich die beiden auch gegeneinander abgrenzen? Er muss auch ein bisschen seine neue Rolle finden. Wie geht man intern miteinander um? Das war sehr nützlich, dass wir da diese Sitzung hatten. Als wir den Change-Prozess gestartet sind, haben wir direkt alle Fraktionen eingeladen. Auch das erste Mal, seitdem ich im Amt der Geschäftsführerin bin. Und haben mit allen Fraktionen das Gespräch geführt und nochmal gezeigt, eben wie wichtig Soziokultur ist und was das für eine Stadt wie Hameln auch bedeutet, dass es die Sumpfblume gibt. Und tatsächlich ist es uns gelungen, eine Erhöhung der institutionellen Förderung zu bewirken bei den Kommunen. Und zwar waren wir ja ein Verein und wir sind innerhalb des Change-Prozesses eine GmbH geworden. Das heißt, wir haben auch einen Rechtsformwechsel vollzogen, der hat im letzten Jahr stattgefunden, 2018. Wir waren alle angestellt bei unserem Trägerverein Sumpfblume e.V. und hatten dann noch einen gemeinnützigen Verein, die Freunde der Sumpfblume. Und diese Doppelstruktur hat zu vielen Verwirrungen geführt und wir müssen auch sagen, wir haben wenig Ehrenamt noch gefunden und es ist auch immer noch so, es gibt wenig Ehrenamt bei uns. Und es war immer schwieriger, den Vorstandsposten neu zu besetzen. Niemand wollte die Verantwortung mehr für das tragen, was da auch passiert. Die Sumpfblume ist immer größer geworden, der Vorstand lebte in Hannover und hat sich gar nicht so sehr damit identifiziert, was bei uns stattgefunden hat. Wir sind aber auch mit diesen ganzen Diskussionen so an Basics gekommen. Wer sind wir eigentlich? Wofür stehen wir? Was ist uns wichtig? Ich glaube, das
letztendlich haben wir das gut abgeschlossen und es ist eine gute Kommunikation zwischen den Leuten entstanden. Also dadurch, dass wir uns regelmäßig getroffen haben, dadurch, dass wir die AGs ganz intensiv begleiten konnten, funktioniert das einfach. Es gibt einen festen Ansprechpartner und es gibt tatsächlich wieder dieses Plenum, was funktioniert. Es gibt ein verbindliches Jahresplanungstreffen, wo alle dabei sind. Und wir haben so einen richtig soliden Grundstein gelegt, dass wir einfach darauf weiterarbeiten können. Also wir haben inzwischen deutlich mehr politische Veranstaltungen. Also es gibt viele politische Gruppen, die unsere Räume nutzen und auch da Veranstaltungen machen. Das war uns wichtig. Und wir haben so eine Reihe Special-Filme aufgelegt, zusätzlich zu dem normalen Kinoprogramm. Dann machen wir nach wie vor Jugendarbeit und versuchen, die auch in den AGs zu verankern. Also, dass wir Musik und Konzerte parallel zu den Jugendprojekten machen, die auch spannend sind für die Jugendlichen. Ansonsten haben wir mehr Mut entwickelt, auch neue Formate auszuprobieren. Also gerade auch so auf Höhepunkten, sage ich mal, wo wir als Team sehr eng gearbeitet haben, dass wir gesagt haben, hey komm, das machen wir jetzt einfach. Das sind Formate, die gibt es jetzt heute auch nicht mehr. Das ist aber nicht schlimm. Aber der Mut war eben da, das auszuprobieren. Also wir haben ein Kulturforum zum Beispiel gegründet, haben gesagt, jeden ersten Mittwoch treffen wir uns bei uns im Café. Und die Gäste haben eben die Möglichkeit, mit uns ins Gespräch zu kommen. Wir haben eine Stage Destruction eingeführt, die läuft sehr gut, wo wir Nachwuchskünstler fördern in Hameln, wo junge Bands auftreten. Genau, in unserem Leitbild stand zum Beispiel auch drin, dass wir in unserer gesellschaftspolitischen Ausrichtung arbeiten wollen. Wir haben dann bei uns in Hameln den Pulse of Europe umgesetzt, eine Bürgerbewegung, eine Demonstration für Europa. Wir wollen mutig sein, kommen, wir probieren was aus, wir wollen uns fair und umweltbewusst verhalten. Wir haben in unserer Gastronomie viel verändert, wir haben Nestle rausgeschmissen, wir versuchen Plastik ganz zu reduzieren bei uns, Papierstrohhalme und es hilft uns schon sehr, uns an diesem Leitbild zu orientieren, um so ein bisschen die Emotionen auch rauszubekommen und zu schauen, hey, was haben wir uns denn vorgenommen, das sind unsere Ziele, daran wollen wir arbeiten. Ich würde sagen, nicht so viele Baustellen aufmachen. Da haben wir uns am Anfang in unserer Euphorie und in unserem, ja, das wollen wir alles, echt verhoben. Also wirklich sich auf 2, 3 Sachen fokussieren. Wir haben auch relativ schnell festgestellt, für uns ist das Wichtigste, diese internen Prozesse zu stabilisieren. Und darauf müssen wir uns fokussieren. Dafür hatten wir eigentlich 3 Monate eingeplant. Also wir haben uns eigentlich die ganzen 3 Jahre damit beschäftigt. Das war wirklich der Schwerpunkt der Arbeit. Und das würde ich allen raten. Geduld und tatsächlich fokussiert wenige Sachen anfangen. Und was ich noch ganz wichtig finde, ist, die Leute mitnehmen. Also das ist das, was lange dauert, aber das ist unfassbar wichtig. Weil nur dann kann so ein Veränderungsprozess auch so auf breiter Ebene getragen werden und hält auch.